Wir zeigen euch heute unsere Wohnung und kriegen auch gleich Besuch. Da sind sie auch schon. Hallo! Hallo, ich bin Philippa. Willkommen in unserer Wohnung. Ich wohne hier gemeinsam mit meinem Freund Luca. Hey, hi, viel Spaß bei der Haupttour. Und ich zeige euch jetzt die Küche. Ich liebe die so sehr, weil die so hell ist und auch total viel Stauraum bietet. Und wir kochen hier auch total gerne zusammen und frühstücken vor allem total gerne am Wochenende hier. Und ja, ich liebe die. Also ich wohne circa seit 6 Jahren jetzt in Berlin, glaube ich. Ich bin eigentlich ganz spontan hergekommen nach meinem Bachelorabschluss. Ich komme ursprünglich aus Wien und wollte eigentlich nur so 1-2 Monate in Berlin bleiben und habe dann aber schnell hier angefangen zu arbeiten und irgendwie hat sich alles so dynamisch entwickelt. Und ja, jetzt bin ich immer noch hier und schon einige Jahre sehr happy. Berlin ist jetzt nicht die klassische schönste Stadt der Welt, sondern zeichnet sich viel eher durch die Menschen aus, die hier leben. Man hat irgendwie ein total pulsierendes Lebensgefühl und kann hier wirklich viel erreichen. Und man kann ein richtig spannendes Leben hier führen und bekommt sehr viel Inspiration an jeder Ecke. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil dann zeige ich euch noch meinen Lieblingsraum in der Wohnung. So, und jetzt gehen wir ins erste Zimmer, kommt mit. Willkommen in unserem ersten Zimmer. Hier ist auch schon der Luca am Arbeiten in seinem Arbeitseck. Und hier an dem großen Tisch sind wir total oft zum Dinner oder zum Brunch mit Freunden. Und es ist irgendwie so der geselligste Punkt unserer Wohnung. Und da haben wir auch noch den Erker. Und es ist irgendwie so ein besonderer Platz in der Wohnung, finde ich. Kamera läuft. Ja, wie bin ich zu Instagram überhaupt gekommen? Also es kam irgendwie aus der Situation heraus. Ich habe mich schon immer total für Mode und Lifestyle-Themen interessiert, für gutes Essen und alles, was ich halt auch jetzt auf meinem Kanal zeige. Ich war damals in Wien mit meinem Bachelorabschluss fertig und hatte einfach viel Zeit, mich auszuprobieren und habe dann mit Instagram gestartet und habe dann auch hauptberuflich als Blogger gearbeitet. Aber irgendwann war mir das so ein bisschen zu wenig und ich wollte noch mal mehr so in die Corporate-Karriere und habe mich dann wieder in eine Festanstellung begeben, aber auch im gleichen Sektor als Content Creator. Und eigentlich geht das jetzt immer noch so Hand in Hand und ich arbeite immer noch nebenberuflich als Blogger. Und das hier ist das Highlight meiner Wohnung, das Wohnzimmer. In meinem Wohnzimmer liebe ich am meisten den schönen Stuck und die Flügeltüren. Es hat einfach einen total gemütlichen Altbau-Charme. Und das war auch wirklich der Raum, in dem ich mich am meisten verliebt habe von Anfang an, schon bei der Besichtigung. Oh, das ist das Essen. Sorry. Also ich würde auf jeden Fall immer eine Altbauwohnung, einer Neubauwohnung vorziehen. Es war auch immer mein Traum, in so einer schönen Altbauwohnung mit Stuck und Flügeltüren zu wohnen. Es hat natürlich auch so ein paar Nachteile. Es ist relativ hellhörig und ein bisschen kälter im Winter. Aber trotzdem, ich bin auf jeden Fall Fan vom Altbau. Das emotionalste Stück in unserer Wohnung, das sind auf jeden Fall diese 2 Bilder hinter mir. Die hat nämlich Lukas Onkel gemalt, der ist Künstler und die beiden haben ein total enges Verhältnis. Deswegen sind die 2 Bilder sehr wertvoll für uns. Na, wie oft habt ihr Luca vorbeiflitzen gesehen im Hintergrund? Schreibt gerne in die Kommentare. Wie sieht mein perfekter Tag aus? Oder besser gesagt, unser perfekter Tag. Ich stehe sehr gern früh auf, auch am Wochenende, meistens schon so gegen 8 und starte irgendwie gemütlich in den Tag. Und wir gehen oft mit Freunden brunchen am Wochenende hier in der Nähe bei uns und gehen dann alle zusammen gemeinsam in die Markthalle, kaufen was fürs Dinner ein und kochen dann alle gemeinsam und erkunden einfach so ein bisschen die Stadt. Und wenn die Sonne scheint, dann trinken wir auch immer gerne Wino zusammen.